Moin, hier ist Robert und in dieser Folge wird es absolut verrückt, denn in dieser Folge wirst du erfahren, wie du ein Millionenunternehmen aufbauen kannst, bevor du 30 bist. Dazu habe ich drei junge Unternehmer interviewt und habe versucht rauszukitzeln, was ihre Erfolgsfaktoren waren, was vielleicht auch die großen Gemeinsamkeiten zwischen den dreien sind und vor allem habe ich sie gefragt, wie sie nochmal starten würden, wenn sie komplett von null anfangen müssten. Die ausführlichen Interviews findest du auf meinem neuen Kanal Stay Hungry Show. Dort kannst du dir in der Tiefe die Interviews nochmal angucken. Aber jetzt würde ich sagen, springen wir direkt in die Folge rein und ich verrate dir, wie die drei ihr Millionenunternehmen mit Mitte 20 jeweils aufgebaut haben. Die erste große Gemeinsamkeit, die alle drei hatten, war die Tatsache, dass sie sich ein großes Problem im Markt geschnappt haben und es gelöst bekommen haben. Ganz einfaches Beispiel, Alex von AFM und sein Team haben beobachtet, dass gerade Coaches und Therapeuten häufig in ihrer eigenen Praxis gefangen sind, weil sie einfach Zeit gegen Geld tauschen, weil sie bezahlt werden für einzelne Stunden oder Therapien. Und alle hatten natürlich den Wunsch, ihr eigenes Online-Business zu starten, aber keiner davon wusste so richtig, wie das funktioniert, weil es halt technisch auch extrem anspruchsvoll ist. Und genau dieses Problem haben sich die Jungs geschnappt und es am Ende für die Zielgruppe gelöst bekommen. Zweites Beispiel ist Samuel mit seiner Drip Agency, die früh beobachtet haben, wie viel Umsatzpotenzial eigentlich in dem Split-Testing in Online-Shops steckt, aber tatsächlich ist A, technisch unglaublich herausfordernd ist, diese Tests sauber durchzuführen und zum anderen auch natürlich inhaltlich anspruchsvoll ist, zu überlegen, was kann man alles testen, dass es auch wirklich sinnvoll ist und wirklich gute Ergebnisse erzielt. Die Jungs haben sich dem Problem angenommen und es für Online-Shop-Besitzer gelöst bekommen. Drittes Beispiel, Viet von Social Natives, die beobachtet haben, dass es für Mittelständler immer schwieriger wird, Azubis zu gewinnen und vor allem auch Fachkräfte zu gewinnen. Was haben sie gemacht? Sie haben sich genau diesem großen Problem angenommen und es gelöst bekommen, durch Social Media Recruiting wirklich Azubis und auch Fachkräfte zu gewinnen. Was habe ich daraus gelernt? Umso größer eigentlich das Problem ist, das du im Markt löst, umso höhere Preise kannst du verlangen, umso weniger Konkurrenz wirst du haben, weil andere Leute nicht diesen Weg gehen werden. Und am Ende wird es viel, viel leichter sein, dein Angebot auch zu verkaufen, weil das Problem für deine Zielgruppe einfach so groß ist. Kommen wir zur zweiten großen Gemeinsamkeit, die meiner Meinung nach einer der größten Erfolgsfaktoren waren, sodass die Jungs wirklich innerhalb kürzester Zeit ein Millionenunternehmen aufgebaut haben. Und zwar war bei allen drei das Angebot so attraktiv, dass sie Kunden nicht groß überzeugen mussten. Was meine ich jetzt damit? Das beste Beispiel ist vielleicht Alex von AFM, der davon berichtet hat, dass sie ihr Angebot immer noch erklären mussten und Coaches und Therapeuten auch ein Stück weit einfach klar machen müssen, was sie alles für sie übernehmen und dass sie sich ein Stück weit zurücklehnen können, aber dass, wenn sie es verstanden haben, sie niemanden groß überzeugen mussten, für eine Zusammenarbeit sich zu entscheiden, weil das Angebot sich ein Stück weit zu gut anhörte, um wahr zu sein, weil sie wirklich alles übernehmen von A bis Z. Zweites Beispiel ist Samuel von der Drip Agency, den ich in dem Interview ausführlich gefragt habe, wie viel sie schon machen mussten, um neue Kunden zu gewinnen. Und er meinte, bis zum Tag heute mussten wir nie proaktiv irgendwie rausgehen. Wir haben natürlich auf LinkedIn geteilt, was wir hinter den Kulissen so tun, aber bis heute sind alle unsere Kunden auf uns zugekommen und das spricht natürlich auch für ein extrem attraktives Angebot, was sie dort gefunden haben, was sich wirklich hinter den Kulissen von alleine rumspricht und man nicht groß etwas tun muss. Drittes Beispiel ist Viet von Social Natives, der berichtet hat, dass sie selbst in den ersten Tagen, wo sie zu dritt waren, mit Kaltakquise ohne Probleme Termine hinbekommen haben und sich wirklich Leute auf eine Zusammenarbeit eingelassen haben und sich dafür entschieden haben und dass sie dort auch niemanden groß überzeugen mussten, weil sie natürlich auch noch extrem jung war die Skepsis natürlich noch mal höher als bei anderen Leuten und trotzdem das Problem und das Angebot so attraktiv war, dass die Leute gesagt haben, lass uns das zusammen machen, findet uns bitte Azubis und Fachkräfte, let's go. Was habe ich daraus gelernt? Dass wirklich ein Thema natürlich die Attraktivität des Angebots ist. Ist tatsächlich ein Thema, worüber Leute selten sich Gedanken machen oder sagen, hey Robert, ich habe irgendwie ein gutes Angebot. Aber tatsächlich liegt es in der Magie und auch in den Gedanken, die man sich zu seinem eigenen Angebot macht, ob man groß überzeugen muss oder halt nicht.
Kommen wir zur dritten großen Gemeinsamkeit, die meiner Meinung nach die allerwichtigste ist, die komplett unterschätzt wird und kaum darüber geredet wird, die aber absolut entscheidend dafür ist, wenn man wirklich ein Millionenunternehmen aufbauen will. Und die drei haben das nochmal bestätigt. Und zwar, dass sie sich wirklich von Tag 1 auf sensationelle Kundenergebnisse konzentriert haben. Und das ist etwas, was ich von Alex von AFM auch mitgenommen habe, dass sie sich wirklich gerade in den ersten Tagen wirklich alles gegeben haben, um ihren Kundinnen und Kunden sensationelle Ergebnisse zu erzielen und wirklich in jedem Fall die absolute Extrameile gegangen sind, um am Ende wirklich den Kundinnen und Kunden zu zeigen, was alles möglich ist. Und sie sollen recht behalten haben, dadurch, dass sie extrem viele Case Studies aufgebaut haben über die Zeit, hat sich extrem schnell rumgesprochen, was sie alles auf dem Kasten haben, und das hat dafür gesorgt, dass immer mehr Leute sich bei ihnen gemeldet haben und sich wirklich so eine Aufwärtsspirale gebildet hat. Beispiel Nummer 2 ist Samuel von der Drip Agency, die es wirklich perfektioniert haben, diese eine gigantische Case Study mehr oder weniger aufzubauen, und zwar mit dem Fall von Snox. Samuel und die Drip Agency waren wirklich initial als erstes bei Snox mit drin und haben wirklich den Shop mit groß gemacht. Und das hat natürlich dazu geführt, dass andere Shopbesitzer gesagt haben, hey, wir wollen genau das, was ihr da auch bei Snox macht, können wir mit euch zusammenarbeiten. Das bedeutet, man braucht auch nicht unendlich Case Studies, sondern schon eine signifikante kann all den Unterschied machen. Und das dritte Beispiel, Viet von Social Natives hat es vorgemacht, dass er wirklich gesagt hat, hey, die Skepsis auf der anderen Seite bei diesen Geschäftsführern war so hoch, dass ich sie halt nur fachlich überzeugen konnte, dadurch, dass ich wirklich möglichst viele Fallstudien ihnen präsentiert habe. Das bedeutet wirklich, bei jedem Kundenprojekt haben wir uns darauf konzentriert, die besten Ergebnisse zu erzielen, dass ich irgendwann in den Verkaufsgesprächen wirklich erzählen konnte, hier hat es funktioniert, hier hat es funktioniert, hier hat es funktioniert, hier hat es funktioniert, dass das Gegenüber wirklich nur sagen konnte, ja, lass uns das gemeinsam machen. Was habe ich daraus mitgenommen? Dass wirklich es alles entscheidend ist und dass man seine gesamte Zusammenarbeit auch immer auf Kundenergebnis ausrichten sollte. Das ist auch der Grund, warum wir über 150 positive Google-Bewertungen haben und auch eine ganze Seite voll mit Kundeninterviews und Testimonials und Case Studies haben, weil es meiner Meinung nach wirklich die neue Währung ist, zu zeigen, dass man in der Zusammenarbeit mit seinen Kundinnen und Kunden sensationelle Ergebnisse erzielt. Ich muss gestehen, dass ich aus diesen drei Interviews unglaublich viel für mich mitgenommen habe, und wenn du Lust hast, dir die Interviews nochmal in der kompletten Länge anzuschauen, kannst du das tun auf meinem neuen Kanal, der Stay Hungry Show. Den Link dazu findest du unten in der Beschreibung. Absolute Empfehlung, dir die Zeit zu nehmen und diese Interviews dir komplett anzugucken, da ist extrem viel Wertvolles über das, was ich hier heute erzählt habe, hinaus drin, und insofern nimm dir die Zeit, hör dir das an, super wertvolles Zeug. Ansonsten würde mich extrem interessieren, welche eine Idee du aus dem Video heute mitgenommen hast. Schreibe es gerne mal unten in die Kommentare. Wie gesagt, unter allen Kommentaren pro Monat verlosen wir ab jetzt 5 Lizenzen für unseren Social Selling Accelerator für LinkedIn. Alle Details dazu findest du unten in der Beschreibung. Und wenn du mir noch einen Like da lässt, um den YouTube-Algorithmus anzukurbeln, würde mich das extrem freuen. Und jetzt würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Schau es dir an, was direkt hier im Anschluss vorgeschlagen wird. Das ist super gutes Zeug. Wir sehen uns dort. Bis gleich.